Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wollte ich eigentlich mit Alex Mitterhofer bloggen. Gartengestalter war ich letztens mit Micha schon hier. Wie heißt die Ortschaft, wo wir hier sind? Süßen. In Süßen bei Göppingen. Und jetzt hat mich aber mal wieder eine Funkstrecke verlassen. Und gestern habe ich gesehen, dass das, was ich gestern mit Tim gebloggt habe in der Anlage, da ist es irgendwann kaputt gegangen dabei. Immer wieder leidiges Thema, die Mikrofone. Und als Gartendesigner, Gestalter, Planer, Bauer hat man natürlich immer wieder mit Koi-Teichen zu tun. Und in der Vergangenheit, mittlerweile baut er auch mit Micha Rupp zusammen die Genesis PE-Fertigteiche. Aber in der Vergangenheit hat er auf GFK-Teiche zurückgegriffen. Heute haben wir ein 7.500 Liter Becken. Das sind die, ich glaube, wenn man schon öfters mal bei Obi Hornbach war, das sind gut, die gibt es ja auch aus Plastik, aber das sind diese Riesenbecken, die hinten irgendwo im Außenbereich, Regal, Meter 238, wenn man ein GFK-Fertigbecken braucht. Und das wird dann vorbereitet, wird eingebaut. Der einzige Nachteil ist, der Preis ist sensationell, 7.000 Liter, 2.500 Euro hat man ein Becken, was für alle Ewigkeit hält. Strömungstechnisch ist es auch ganz okay. Der einzige Nachteil ist, dass man keine Bodenabläufe drin hat. Man bekommt sie, zumindest von dem Hersteller, auch nicht mit Bodenabläufe, sondern man ist nachher eigentlich auf eine gepumpte Anlage angewiesen. Die zeigt man gleich, das machen wir alles in einem Block. Und wenn man dann anfangen würde mit Bodenabläufe und, dann wird es eine relativ diffizile Geschichte, weil am einfachsten ist es natürlich, wenn man unten eine Sauberkeitsschicht hat oder eine Bodenplatte, stellt es da drauf, fix fertig. Aber wir wissen das ja von den Genesis-Teichen, in dem Moment, wo man Bodenabläufe reinmacht, dann wird es relativ kritisch oder ist es halt mit viel Aufwand und bautechnisch auch nicht mehr ganz so einfach, muss ja nachher für alle Ewigkeit dicht bleiben. Und jetzt die Frage, 7.000 Liter, ist das ausreichend für die Koi-Haltung? Und ich sage ganz klar, ja, ist immer die Frage, wie viel Fisch habe ich drin? Hier haben wir ein Gesellschaftsbecken aus Koi und Goldfischen. Immer die Frage, wie viele Fische habe ich drin? Welchen Aufwand betreibe ich? Und ganz wichtig bei den kleinen Teichen, wie oft tausche ich das Wasser über den Filter aus? Man muss sich immer überlegen, alles, was in Großteichen passiert, passiert am Ende auch in Kleinteichen, also die ganzen wasserchemischen Prozesse. Nur laufen sie in den Kleinteichen sehr viel schneller ab und man muss ein mehr Auge drauf haben. Also mit anderen Worten, man ist hier schneller mal bei einer Fütterung von 300 Gramm am Tag. Und jetzt rechne ich mal auf 7000 Liter, 300 durch 7 sind ungefähr 40 Gramm pro Kubikmeter, 40 Gramm pro Kubikmeter. Das ist wie wenn ich 800 Gramm an einem 20.000 Liter Teich fütter. Und da kommen wir schon in Bereiche rein, wo A, die ganze Geschichte, was pH-Wertabfall relativ schnell läuft, dann ist natürlich in 7.000 Liter auch nicht sonderlich viel Sauerstoff gespeichert. Also ich bin da auf eine ordentliche Belüftung angewiesen. Und ich kann jedem nur empfehlen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich so einen Kleinteich habe, man sollte auch im Sommer irgendwo unterstützend eine Heizung haben, weil so ein Teich, wenn der in der Sonne liegt, der schießt tagsüber auf 28 Grad hoch und fällt aber nachts dann eventuell auch auf 20 Grad wieder runter. Also das ist möglich. Wir haben einmal einen noch viel kleineren Teich bei Köln oben mal gemessen. Der hatte, wo wir da waren, hatte der, glaube ich, war da schon warm, weiß nicht, tagsüber war er 25 Grad und nachts ist er auf 17 Grad runtergefallen. Die Fische waren es Gott sei Dank gewohnt und denen hat es scheinbar nichts ausgemacht. Aber das sind natürlich Stressfaktoren, die kein Mensch braucht. Also ganz wichtig bei den Teichen, das Wasser häufig über den Filter austauschen, gut belüften und so eine Begleitheizung, die einfach ein bisschen Energie reinschiebt, dann passt es. Vom Besatz her, ich sage, wenn man einen Fisch pro Kubikmeter macht, überhaupt gar kein Problem. Es gibt tolle in Japan, das sind die meisten Teiche eigentlich so in der Größe. Ich erinnere an die Bäckerei auf der Insel Miyajima. Der hat vielleicht 10.000 Liter und da schwimmen in der Regel so 5-6 Fische in der Größe drin rum. Und die ziehen da gemütlich ihre Bahn. Ich kenne die seit Jahren und denen geht es wirklich gut, zumindest machen sie äußerlich nicht einen Anschein, als ob ihnen nicht gut geht. Und das Schöne an den Teichen ist, der Teichbau ist natürlich auch ratzfatz erledigt. Also man braucht da jetzt nicht Wochen und Vorbereitungen und sonst irgendwas, sondern im Prinzip eine Bodenplatte nachher von außen anfüllen. Wie viele Teiche hast du gebaut in deiner Laufbahn, GFK? 10, 15. So, und das Wasser sieht auch schön aus. Hat einen wunderbaren Glanz. Rudi ist auch wieder da. Hallo Rudi. Hallo Rudi. Und hier hinten sehen wir die Belüftung. Die Fische machen es gut. Wasserwerte machen wir heute nicht. Timmy hat Urlaub.
Und das ist wirklich ein wunderschön eingewachsenes Kleinod. Wie alt ist der Teich jetzt? Also hier jetzt 10 Jahre, der ist aber schon mal in der Anlage umgesetzt worden und war früher ein Vortex-Filter und das hat nie funktioniert gehabt. Und dann haben wir vor 3 Jahren einen Genesis-Papierfilter eingebaut mit 800 Liter Bio und seitdem ist es hammermäßig. Und du hast einen umgedrehten Bodenablauf, wir sehen hier hinten. Genau. Komm, laufen wir mal hinter. Wir sehen hier hinten, da ist das Rohr. Das seid ihr also oben dann doch durchs GFK durch. Wie habt ihr das dann abdichtet? Mit Autospachtelmasse wahrscheinlich, oder? Mit Inotec haben wir es abdichtet. Der Vorteil ist halt, wenn du oben rausfährst und das Ganze wird undicht, dann kannst du nicht auch viel Wasser verlieren. Und wir hatten einfach die Sorge, wenn man es über den Bodenablauf unten macht und dann wird es undicht, dann kriegen wir die Anlage nicht mehr dicht. Das glaube ich. Und dann geht er, oder das nicht das glaube ich, sondern das stimmt allerdings. Und der umgekehrte Bodenablauf geht hier ins Mostfessel rein? Genau, das würde man heute so nicht mehr machen, sondern heute würde man einen schönen GFK viereckiger Pumpenschacht setzen, weil das ziemlich nervig ist. Aber das Ganze geht jetzt hier rein und wird von hier aus nachher in die Filteranlage reingepumpt, in den Evo Papierfilter. Und von da aus fließt es dann nachher unterirdisch wieder zurück und geht in den Teich rein und dadurch kriegt man eigentlich hier die Strömung. So, dann schauen wir uns den Papierfilter an. Wie viel fütterst du im Augenblick am Tag? Ungefähr 300 Gramm. 300 Gramm. Und das ist ja nicht wenig. Und da ist ein 500er Papierfilter hier. Ja. Und wie viel Rollen Papier brauchst du? Ehrlich? Wirklich alle 6 Wochen. Alle 6 Wochen? Ja. Also ist Wahnsinn. Das ist ein Statement. Ich habe jetzt das feinere Fließ drin von Genesis. Das sieht man sofort an der Wasserqualität. Sie wird echt nur einen Zacken schärfer. Und hier haben wir jetzt im Prinzip die Biotonneanlage, also man sieht jetzt hier, da kommt richtig Wasser raus, also es dürfte ungefähr 10.000 Liter sein. Das sind locker. Locker, also der Teich wird im Winter über das Flugheizkraftbau geheizt, über den Wärmetauscher, auch in Genesis. Wer hat da seine Hände verloren? Ja, der hat immer eine Hergeber, dass er rausspritzt. Okay. Deswegen sind die Hände fehlen. Genau, also auch in Genesis ein Wärmetauscher einbaut. Funktioniert super, ist jetzt im Winter mit 15 Grad Heizwarme, ist aktuell auf 26 Grad eingestellt. Oh ja. Der große Teich wird auch über das Flugheizkraftwerk geheizt, auch im Moment 26 Grad. Also da gibt man schon richtig Gas. Und dann Konishi-Fische haben wir auch gigantisches Wachstum. Das ist schön. Und Konishi-Futter auch hoffentlich. Und Konishi-Futter. So, und 2 Haiblows, auch ganz wichtig bei so kleinen Teichen, das gilt für jede Teichgröße, aber man muss sich einfach immer überlegen, in so einem kleinen Teich ist verdammt wenig Sauerstoff gespeichert und wenn man dann ein paar Fische drin hat und die noch gut gefüttert hat, dann geht es alles ganz schnell. Hier Luftpumpen plus Pumpe separat abgesichert und so einfach geht das und auch wieder eine Hütte mit ausreichend Platz drumherum. Genau. Hütte isoliert, alles auch gut. Weil sonst verliert man die gute Wärme auch im Winter ganz schnell nach außen. Wie habt ihr die Bodenplatte hier gemacht? Habt ihr das betoniert oder? Ja. Wir betonieren ja alle Bodenplatten vor, was Genesis am Anfang nie wollte. Aber dadurch, dass man relativ gut arbeitet, können wir so betonieren. Dann, wie der Martin vorher sagte, kann man den Teich einfach setzen. Das ist ein komplett fertiger GFK-Teich. Dann füllt man außenrum mit Kies an und dann ist man eigentlich auch schon fertig. Und das ist halt einfach für uns im Unternehmen eine super Geschichte. Ruckzuck fertig, ruckzuck weitermachen. So, und wir gehen zum nächsten Teich und der ist dann ein bisschen größer, der hat 13.000 Liter. Genau, das ist ein GFK 13.000 Liter, auch Fische von Martin. 10 Stück drin, sofort Besatz reinkommen mit eingefahrenem Helix. 13.000 Liter GFK-Teich, 1,40 Meter tief, Hammeranlage. Perfekt. Also, dann machen wir uns auf den Weg. Danke, Alex. Jawohl, und wenn wir eng aneinander kuscheln, im Freien dürfen wir das ja, genau. Dann kann man dich auch über mein Mikrofon ja mit aufnehmen. Jetzt nehmen wir also Rudi in den Arm und dann passt. So nämlich, Rudi. So, da ist er. Also, vielen Dank für Ihr Interesse und nochmal danke an die Firma Mitterhofer, dass wir auf ihrem wunderschönen Betriebsgelände hier filmen dürfen. Und da ist wirklich sehr viel Liebe und vor allem auch sehr viel Geschmack mit drin. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.